Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich zeige dir heute, wie man ganz einfach Windbeutel zu Hause machen kann. Da gibt es zwar ein paar Dinge, auf die man achten muss, damit die Windbeutel nicht zusammenfallen, aber das zeige ich dir gleich alles in der Backstube. Ich werde die Windbeutel mit einer orangen Joghurt-Creme-Füllung machen. Du kannst sie aber natürlich mit jeder beliebigen Creme füllen, die du gerade gerne magst. Das Rezept zum Nachbacken findest du wie gewohnt in der Videobeschreibung. Also los geht's! Also ich würde sagen, falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das gerade, dann verpasst du keine Videos mehr und bekommst immer wieder neue leckere Rezepte. Damit wir im Teig keine Klümpchen haben, sieben wir das Mehl vorerst einmal durch. Die Butter, Milch, Zucker und eine Prise Salz wiegen wir in den Topf und schmelzen dieses auf dem Herd. Sobald dies jetzt anfängt zu kochen, geben wir das gesiebte Mehl hinzu und jetzt ist wichtig, richtig gut rühren. Am besten die Hitze etwas runterdrehen oder den Topf etwas hochheben, damit es nicht anbrennt. Jetzt muss gerührt werden, bis alles zu einem Klumpen wird. Den Teigklumpen geben wir jetzt in eine Schüssel und kneten die Eier unter. Ich mache das jetzt mit der Hand, weil ich finde, das funktioniert viel besser. Wenn alle Klümpchen weg sind und es eine einheitliche Masse ist, geht es weiter. Der Teig für die Windbeutel ist nun fertig und diesen füllen wir in einen Spritzbeutel. Im Übrigen nennt man diese Art von Teig Brandmasse. Und jetzt spritzen wir mit einem Spritzbeutel auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech die Windbeutel auf. Dabei ist zu beachten, dass die Windbeutel alle ungefähr die gleiche Größe haben, denn ansonsten würden die einen nicht ganz durchbacken oder die etwas kleineren würden sehr verbrennen. Die Windbeutel werden nun bei 180 Grad Ober-Unterhitze für ca. 15 Minuten gebacken. Beim Backen ist es ganz wichtig, dass ihr die Ofentür nicht öffnet, denn ansonsten werden die Windbeutel zusammenfallen. Diese lasst ihr nun etwas auskühlen. So, und ich mache jetzt gerade noch schnell die Orangen-Joghurt-Füllung und zwar wird dafür die Gelatine in kaltem Wasser eingeweicht. Die Sahne schlagen wir steif und geben den Joghurt hinzu. Auch den Orangensaft, Puderzucker und die Orangenmarmelade geben wir hinzu und verrühren dies alles nun miteinander. Die Gelatine nehmen wir aus dem Wasser und drücken sie etwas aus. Diese schmelzen wir nun in einer Schüssel auf dem Wasserbad. Während die Gelatine schmilzt, schneiden wir die Windbeutel auf die Hälfte. Die flüssige Gelatine rühren wir nun unter die Orangencreme. Die Orangencreme füllen wir nun wiederum in einen Spritzbeutel und befüllen die Windbeutel damit. Wenn alle Windbeutel fertig befüllt sind, nur noch mit Puderzucker bestauben und dann sind die Windbeutel auch schon komplett fertig.
bis zum Servieren kalt stellen und dann genießen. Viel Spaß beim Nachbacken und einen guten Appetit! Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, lass ein Like da und abonniere den Kanal, damit du keine Videos mehr verpasst. Bis dahin!